Wenn du einen Bahnhof auf deiner Modelleisenbahn hast, ist dir die Stadt drumherum bestimmt auch wichtig. Denn du willst ja die Teile abbilden, die dich interessieren. Deshalb hier was zu Stadt und Bahnhof am Beispiel Göppingen. Fast alle Städte und Dörfer in Deutschland sind älter als die Bahn. Die ist also später dazu gekommen, aber auch das schon vor langer Zeit. Die Altstädte waren meistens ziemlich klein. Als der Bahnhof dazu kam, hatte die Industrialisierung noch nicht richtig eingesetzt. Deshalb war gleich vor den Toren noch Raum für den Bahnhof. Man hat meist ein bisschen Abstand von der Altstadt gelassen für einen Bahnhofsplatz. Da gab es dann neben dem Bahnhof erstmal die Post, die vorher in der Altstadt war. Die Güterabfertigung? Schau an, da ist heute in Göppingen ein Internetunternehmen. Sonst oft ein Edeka oder ein Parkplatz. Und früher ein Zollamt wegen Im- und Export. Vielleicht auch ein damals ziemlich modernes Hotel mit Gastwirtschaft. Droschken, später Taxis, Stadtbus und je nach Linie auch Bahn- und Postbus oder andere Überlandverkehre. Typisch waren getrennte Haltestellen nach Betreibern. Ein Kiosk, Läden für Laufkundschaft, Ladenhandwerk, das zog sich weiter durch die Bahnhofstraße. In Göppingen heißt sie Marktstraße. Die Stadtmauer war meist eingerissen, aber nicht immer. Rathaus, Markt und Stadtkirche sind innerhalb, der Bahnhof immer außerhalb. Nur in Köln ist der Bahnhof in der Altstadt. Mir fällt keine andere Stadt ein. Bis zum Ende der Dampflokzeit waren auch die wichtigen Geschäfte noch in der Altstadt. Als die Leute Autos hatten, verfielen viele Läden in der Bahnhofstraße. Ärzte, Rechtsanwälte, Bausparkassen sind typische Nachnutzungen, sowie Läden mit einfachen Angeboten und wechselnde Gastronomie. Der Bahnhof ist meist stärker bombardiert worden und erstrahlt seither oft im Charme der 50er Jahre. Neubau auch am Bahnhofsplatz, hier sogar die Kreissparkasse. Entlang der Bahn und hinter der Bahn die Industrie. Viele Arbeiter waren schon immer Zuwanderer aus ländlichen Gegenden und hatten dann irgendwo eine Kirche der jeweils anderen Konfession. Die übrigen Einrichtungen einer Stadt sind eher zufällig nahe dieser Achse oder auch nicht. Schulen, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Feuerwehr, Sportplätze, Schwimmbad brauchen meist auch zu viel Platz zum Nachbilden. Die Bahn folgt meist einem Tal- oder Flusslauf. Wenn's eng wurde, war der Bahnhof daher seitlich versetzt zur Stadt. Wenn die Stadt wenig bedeutend oder zu weit oben war, konnte der Bahnhof auch ziemlich weit weg sein. Und warum ist das in Karlau so? Weil man den Bahnhof dort klugerweise direkt an die Gleise gesetzt hat. Dann hat die Bahnhofstraße allerdings nie als Geschäftsstraße funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen.